Oh, draußen am Feld. Hier werden Autos vorbereitet. Heute aus Langering. Nein. Zu Gast. In Bullerfinger. Bullerfinger. Aber wir sind in Leipheim, oder? Ja, egal. Jetzt lass uns doch mal falsche Standorte angeben. Ja, falsche Standorte. Wir sind in Bullerfinger, ja. So, was machst du hier fertig? 8S anschließen. An was für ein Auto? DBXLE 2.0 Fox Edition. Wieso hast du eigentlich nur so geile Teile? Weil ich's kann. Ja. Bam! Salz in die Wunde. Richtig cool. Was machen wir heute? Speedruns. Juhu! Mit dem Auto? Mit DBXLE 2.0 Fox Edition. Dann fahren wir 5D 2.0 und den Candy Bomber MTXL Eigenbau. Den wollten wir ja letztes Mal speedtracken und dann hat sich der Mitnehmer gelöst. Richtig. Und wir hatten keinen Wellenfest dabei. Richtig. Heute haben wir die Wellenfest gemacht und Wellenfest wieder mit dabei. Richtig. Richtig cool. Dann haben wir noch den 5T. Dennis ist halt auch am Start. Macht wieder Videos. Und der Boris ist da. Ja. Yeah. Sag mal hallo, Boris. Hallo. Und die Familie? Meier. Ah, mit E. Schön, dass ihr heute Nein, da seid. Mit AY auch. Ha! Ja, ich ja auch. Aber ohne E. Ja. Ja. Stimmt. Schlagabtausch der Meiers. Habt das gemerkt? Ja, cool. Wir machen jetzt hier mal ein bisschen was fertig. Ich habe natürlich auch Autos mitgebracht, aber die sind alle noch von meinem Mittagessen zugebaut. Wir haben nämlich hier erstmal gefashbert. Eraser ist mit dabei, Python ist mit dabei, Jumbo ist mit dabei. Vielleicht tracken wir die alle Speed, vielleicht fahre ich mit denen auch einfach nur planlos hier ein bisschen über den Platz. Weil wie gesagt, das Speedtracken der 1:5, die heute mit dabei sind, das wollen wir heute auf jeden Fall machen. Das wollen wir sehen, da wollen wir wissen, was geht. Ich bin mega aufgeregt, obwohl es nicht mal um meine Autos geht. Sascha, wie geht's dir? Oh, noch bin ich tiefenentspannt. Ja, also perfekt. Das wollen wir hören. Neue Rockets? Jo. 1:5er. Extra dafür gekauft. Schau mal meine Hand. Das ist schon mehr wie eine gute Handvoll. Ja. Definitiv große Reifen. So, Freunde, wir haben heute zum Speedtracken wieder von SkyRC unseren GPS mit der App auf dem Handy. Jetzt warten wir gerade noch. Wir haben 8 Satelliten am Start. Wir werden natürlich heute wieder fliegen und werden doch einfach mal jetzt starten. So, GPS-Empfänger läuft, Auto ist soweit vorbereitet. Sascha ist bereit. Gleich geht's los. Der Fox ist bereit. Wir gehen raus auf den Platz. Schauen wir mal, was da heute so geht. Mega! Leute, ich sag's euch, 1:5er Autos, das macht richtig Laune, das sieht richtig gut aus. Also ich fahre immer einen riesen Oval, Sascha. So. Alles klar. Also neben dem, dass es einfach mal ein riesen Auto ist, Leute. Er lenkt und fährt nicht. Jetzt. Sind das die Reifen? Ja. Die quietschen. Leute, 1:5 Lewis Rocket quietschen einfach mal. Verschärft. Ja, also so zum Spaß fahren kann man die dann schon noch verwenden, ne? So, jetzt mal. Das sieht doch schon mal gut aus. Ich würde schätzen 70. Ja, der ist schon 85 gelaufen. Wow. Also Leute, das ist ja wirklich schon spektakulär und beeindruckend, wenn ich das mit meinen kleinen Autos mache. Aber mit so einem Riesenteil. Hammermäßig. Jetzt einmal noch. Und dann zurück zur Messung. So, schauen wir mal, was der so macht. Mein
Code muss keiner wissen. So, einmal kurz scharf gestellt. Was haben wir? Stopp. Read. 86. Ja, stabil. Also 86 km/h. Hammermäßig. Der gute Kamerad hier unten. Zieht euch das rein. Nächster Lauf. Wir haben jetzt einmal hier unten den DBXL E-Power gemessen mit 86 km/h Spitze. Freunde, ich kann euch sagen, ich bin auch mit ihm gefahren und habe mich gespeedtrackt und ich war 2 km/h langsamer als der Sascha. Hä? 2 km/h langsamer mit dem gleichen Auto, mit der gleichen Funke. Aber ich habe schon gesagt, das lag an den Akkus. 100%. So, als nächstes kommt 5T 2.0. Riesending. Hammermäßig. Und ich habe gerade gehört, Premiere, oder? Ja. Bin ich mal gespannt. Macht's gleich fupp. Das, was wir da hören, das ist der Lüfter, ne? Ne, das sind die Servos. Ah, okay. Cool. Die sind schon nervös. Die wollen schon. Also gut, dann machen wir jetzt noch das GPS rein und dann testen wir mal das Ganze hier. So, Freunde, wir haben im 5T 2.0 das GPS drin. Jetzt kommt noch der Deckel drauf. Absolut beeindruckend. Aber tatsächlich ohne Karosserie wesentlich schmaler. Also wirkt er dann nicht mehr ganz so breit. Da könnte es dann theoretisch auch ein DBXL sein. Aber mit der Karo absolut mächtiger Auftritt. Ich bin gespannt, was so läuft. Wir gehen jetzt vor auf den Platz und lassen die Kuh mal fliegen. So, Freunde, 5T 2.0, erste Runde, erster Track, los geht's! Ah, Leute, die Karre ist riesig! Abartig, das Teil. Jetzt kommt er zurück, 2 Läufe machen wir. Ah, der wird nicht so schnell sein wie der DBXL. Und zurück zur Messbox. Sehr schön. So, Freunde, gucken wir mal drauf, was geht. Stopp, Read, 58 km/h. Oh, da geht aber noch was. Ja? Ja, also mit einem anderen Ritzel. Das ist wohl richtig. 58 km/h. Hat man aber gerade beim Fahren schon gesehen, dass er auf jeden Fall langsamer ist wie der DBXL E-Edition. Aber trotzdem, Leute, das Ding ist einfach riesig. Hammermäßig. So, Freunde, und da haben wir nochmal den MTXL. Den habt ihr ja gesehen im letzten Video. Da habe ich euch ja mal, nicht im letzten Video, aber in einem der letzten Videos haben wir das Review gemacht mit dem Sascha in Langenhering auf dem Sportplatz. Und da ist der Mitnehmer ja hinten runtergerutscht mit dem Wellenfest, haben wir ja damals nicht weitermachen können. Deswegen hoffen wir, dass das heute klappt. Und ich bin gespannt, was da geht bei dem Baby. Es sieht immer noch wunderschön aus, Sascha. Danke, er gefällt mir auch immer noch. Er ist wunderschön. Achtung. Fops.
hat's gemacht. Naja, GPS rein, ab auf die Strecke. Bis gleich. So, MTXL, wie The Raspberry. Speedrun, ne? Haben wir ja versprochen im letzten Video. Haben wir gemacht. MTXL, Hammer. Haben wir gemacht. Haben wir gemacht, extra Straßenreifen gekauft. Haben wir gemacht. Sascha steht zu seinem Wort. Natürlich. Hammermäßig. So, jetzt machen wir hier wieder einen auf Flying und einen auf Start. Wir haben 12 Satelliten, die Party kann beginnen. Was für eine Riesenkiste. Boah. Freunde, das sind Autos, das ist nicht mehr normal. Wahnsinn. Also ganz ehrlich, ich habe heute absolut keinen Bedarf, irgendwas von mir zu speedtracken. Vielleicht machen wir nachher noch den Sender auf den Python mal drauf, so zum Spaß. Aber ich denke, ich werde nachher noch ein bisschen mit dem Jumbo bashen. Aber hier, Losi 5T. Stimmt nicht. MTXL, so rum war's. So. Wahnsinn. 72 km/h. Viel schneller als beim letzten Mal. Wow. Aber komm, machen wir nochmal ein. Das machen wir jetzt nochmal. Also, erster Lauf, 72 km/h. Das probieren wir nochmal hier. Freunde, einfach nur beeindruckend. Diese riesen Dinge. Also irgendwann mal werde ich auch ein 1:5 haben. Das ist eins, was klar ist. Aber das ist noch ein großes Irgendwann. Wow. Zieht euch den rein. Der fetzt hier einfach davon. Und wisst ihr, was das absolut Beeindruckendste ist? Der geht einfach mal, der quietscht. Nee, wieder 72. Okay, ja dann. 72 km/h. Dann weiß ich jetzt, was er rennt. Das läuft da. Das haben wir. Das ist auf jeden Fall mal safe in the box.
So. Machen wir mal hier so ein bisschen, hier mal hier so ein bisschen. Machen wir so ein bisschen Beschleunigungsrennen. Und können dann noch gleich parallel die Geschwindigkeit vom Python messen. Genau. Das machen wir doch. GPS ist drauf. Und ich würde sagen, Start auf 3, 2, 1, go! Es war knapp. Was hast du drin? 4S, 6S? 4S, 12. Ah, okay. Also, ich habe auch 4S, keine Ahnung, was für ein Ritzen. Okay. Auf die Plätze. Fertig. Los. Ah ja. So, schauen wir mal, was er kann. Stop. Read. 61 km/h. Alter, immer schlecht. 4S. Läuft. Ist in Ordnung, gell? Ja. Kann man machen. Das ist okay. Wenn ich da jetzt noch 6S reinmache, ich glaube, das testen wir beim nächsten Mal. Es kommt ja auf jeden Fall noch ein größeres Speed-Test. Aber zurück zum Wesentlichen. Auf die Plätze. Fertig. Los. Ah, er hat mich. Er hat mich. Ja. Akku ist leer. Ja. Ja, Vollgas. Kommt nicht mehr. Ja. Geil. Servus! So, letzter Speedtrack für heute. Gucken wir noch mal rein. Hat sich was verändert, verbessert, verschlechtert? Stopp! 86. Natürlich nicht. 61 immer noch. 61. Mit 4S. 61 km/h. Sonne ist abartig heute, oder? Übel. Sascha, ja. Kronos XTR läuft, oder? Läuft. Der völlig läuft. Zufrieden. Er läuft. Geiles Auto. Ja, richtig cool. Richtig cool. Familie Meier geht. Wir gehen jetzt, ja. 12er Ritzel im Kronos drin. Das hatte Sascha gerade noch gesagt. Servus. Bis bald. Ciao. Ciao. Tschüss! So. Boris, was gibt's bei dir zurzeit im Shop so Interessantes? Shogun. Shogun? 98. Was steht da dabei? Shogun, Funke, RTR. Ah, okay. Ja. Was hätte der normal kostet? 5,79. Leute, das sind fast 100 Euro. Hier, schaut mal. Da oben. www.spielzeugkiste.de. Draufgehen. Und der Boris, der hat auch zurzeit noch eine Aktion laufen mit Lipos. Erzähl. Genau. Also meine Lipo-Packs sind reduziert. Die Lipo-Packs sind reduziert um also, 5%, wenn ich es glaube gesehen habe. Ich glaube so um 5%, ja. 5%. Die sind ja schon reduziert zu den normalen Einzelnen. Und dann habe ich ja die Packs gemacht und die Packs habe ich jetzt nochmal um 5% reduziert. Freunde, es ist an der Zeit, wenn ihr gerade einen Shogun haben wollt oder Lipos braucht, egal ob 2S, 3S, 4S, 6S, 8S, Boris ist euer Mann. Freie Steckerwahl. Freie Steckerwahl. Leute, das ist wie wenn ihr in so bestimmte Häuser geht und ihr dürft euch die Haarfarbe auch noch dazu raussuchen, ja? Den verstehen nur Ältere. So, Freunde, DBXL E-Power. Also an der Stelle nochmal unbezahlte Werbung, aber Werbeeinblendung. Spielzeugkiste, Lipos, Shogun für 4,49. 4,98. 4,98. Freunde, jetzt hätte ich ihn fast noch billiger gemacht, wie er eigentlich ist. Aber hier, DBXL. Richtig coole Nummer, 76 km/h hat man. 72 km/h. Ist egal. Ihr habt es gesehen. Ich habe es euch eingeblendet. Wir hatten dann den 5T. Richtig. Mit
58 km/h und dann noch den MTXL. Ja, der hat mich überrascht mit 72. Also, heftige Scheiße. Ja, Mann. Heftige Scheiße. Das hätte man wahrscheinlich auf der Wiese damals nicht so hingekriegt. Nee, nicht mit den Cyclone, nein. Python? Ja, habt ihr ja gerade gesehen. Jumbo haben wir nicht gemessen, dafür sind wir gefahren. Ja, und Eraser? Ja, der hatte halt keine Lust. Also von dem her, alles gut. Das war unser Mittagfespel, damit ihr auch noch wisst, was abging. Freunde, wir sind fertig für heute. Der Planet sticht. Wir sind jetzt schon wieder 5 Stunden draußen. Die Sonne ist einfach nur heiß. Ich bin durchgeschwitzt. Alle Akkus sind leer. Die Autos sind gefahren. Die 1:5er sind getrackt. Die Jungs werden jetzt auch noch nach Hause fahren müssen. Deswegen werden wir heute den Content hier abbrechen. Ein Willy West Speedtest werden wir noch machen dieses Jahr. Dann ist das Thema Speedruns erstmal für 2021 erledigt. Dann kommt auch irgendwann mal noch die Herbst- und Winterzeit. Wenn wir vielleicht wieder ein bisschen zum Crawlen gehen, wird man vielleicht noch andere Sachen draußen machen. Mal gucken, was das Jahr noch so für uns bereithält. An der Stelle, schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Der Dennis sagt... Ciao. Der Boris sagt... Servus. Und der Sascha sagt... Seht euch. Und ich sag, bis zum nächsten Mal bei Waxxers Assi TV.